Das technische Hilfswerk, kurz THW, muss regelmäßig üben, um seinen Aufgaben gerecht zu werden. Besonders geübt wird unter anderem auch der Umgang mit schwerem technischen Gerät, zum Beispiel einem Bagger. Der THW-Ortsverband Frankenberg rückte zu seiner wöchentlichen Übung zum zweiten Mal im Wildpark Frankenberg an. Beim ersten Mal wurde der alte Schafstall abgerissen und bei dieser Übung wurde mit dem Bagger der Erdaushub gemacht. An der Stelle soll dann der neue Schafstall entstehen. Quasi eine Unterstellhütte für einen Schlepper oder Maschinengeräte. Und dieser Schafstall, der... Unterstellhütte für was? Maschinen und Geräte. Ja, und der Schafstall war auch zweigeteilt, aber so schlecht zweigeteilt, dass er eigentlich nur eine halbe Höhe hatte, wo man also gerade mal so 1,30 Meter bis 1,50 Meter hoch. Also die Tiere konnten zum Teil raus, aber wir als Personal hatten eigentlich fast kaum die Möglichkeit, das vernünftig zu pflegen. Im Laufe der Jahre ist natürlich dann auch, weil ja alles Holz ist, durch entsprechende Exkremente, sprich Urin und Kot, hat sich das alles ziemlich zersetzt. Und da haben wir am Ende also wirklich Probleme gehabt, diesen Stall überhaupt noch zu betreten. Und das ist jetzt schon so gut 1,5 Jahre her, wo wir dann Gedanken gefasst haben, jetzt müssen wir was tun. Und dann haben wir angefangen, Spenden zu sammeln. Wir haben erst mit so einer kleinen Spendenbox, die haben wir aufgestellt. Die war dann auch mal oben im Wildpark. Da wurde uns zweimal aufgebrochen. Aber wir haben immer wieder mal hier auch ein bisschen Werbung gemacht. Und ja, schlussendlich ist dann jetzt, sage ich jetzt mal, der Förderverein Wildpark Frankenberg mit unserer Vereinsvorsitzenden Gudrun Keim, ich bin ja mit im Vorstand als Wildparkleiter, haben wir gesagt, wir wollen dieses Projekt unterstützen und schießen jetzt hier sozusagen 15.000 Euro an Materialkosten mit ein. Also wir werden sozusagen das ganze Material, alles was da ist, wird der Förderverein dort zur Verfügung stellen, ganz genau. Und sowas geht natürlich dann letzten Endes, Material hilft uns nicht alleine, sondern wir brauchen natürlich auch jemanden, der es baut. Und zum einen haben wir Fingerhaus angefragt, die Auszubildenden dort. Und Fingerhaus, der Herr Bonau, hat klar gesagt, das machen wir doch, wir unterstützen das mit unseren Auszubildenden und werden beim Aufbau dort helfen. Und dann kam natürlich der Gedanke, was mache ich denn jetzt? Soll ich das Ganze denn überhaupt abreißen? Wer kann uns da noch unterstützen? Das THW hat schon mal, als dieses Gebäude hier gebaut wurde, auch das alte Gebäude alles abgerissen. Und ich dachte, dann rufst du einfach mal den Michael Brechtini an. Und der hat natürlich gleich gesagt, wir sind dabei, wir machen das. Ja, und dann ging das auf einmal eigentlich rasend schnell. Eigentlich vor 3 Wochen habe ich ihn angerufen. Eine Woche später haben wir angefangen, das Grundgerüst alles komplett abzureißen. Wann war das? Letzte Woche Donnerstag. Letzte Woche abgerissen? Letzte Woche Donnerstag haben wir das Gebäude an sich abgerissen und dann... Auch mit THW? Ja, THW hat das abgerissen, ja. Ganz genau. Und dann habe ich gefragt, könnt ihr denn auch noch die Erde ausheben? Und also natürlich können wir das. Und also dann nehmen wir das natürlich auch noch gerne. So, und deswegen sind wir jetzt ja heute schon hier. Schon öfter was zusammen gemacht. Ganz genau. Vor allem, ich überlege, dass wir schon mit dem alten... Ja, das THW-Gespräne findet jetzt den Wildparkverein. Und wenn man jetzt sagt, okay, was haben Sie da zu üben, warum müssen Sie die Fundamente aus? Wann braucht man denn das für den THW-Einsatz? Ja. Ich meine, Abreißen von Gebäuden, das haben wir schon öfter gemacht. Und dann denkt man sich, naja gut, Fundamente ausheben.
Wo braucht man das? Wir denken mal ins Ahrtal zurück. Da haben wir für diverse, auch, damit wir reden, für diverse Brücken haben wir da im Ahrtal die Fundamente zum Beispiel gemacht. Ne? Also auch das muss quasi geübt werden. Ist ja auch für die Baggerfahrer eine Übung. Ist ja auch regelmäßig. Genauso, die Baggerfahrer müssen das üben, wenn ein Katastrophenfall ist. Ich kann euch auch, ja.